Weißt du, an was mich dieses schwarze Gummibärchen erinnert? An Batman? Nein, an Malle, die böse Fee. Okay. Dann ist das die böse Königin. Hm. Was glaubst du, wenn die beiden Kinder hätten? Wie wäre es dann? Hm. Dann wäre das die Tochter der bösen Königin. Kennst du einen passenden Namen dafür? Nein. Vielleicht Evie? Naja, und das könnte die Tochter von Maleficent sein, oder? Ach schön, wenn du schon einen grünen Sprecher hast, ne? Okay. Ich habe eine Idee. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da schlossen sich mehrere Königreiche zu einem zusammen. Zu den Vereinigten Staaten von Kreuz. Okay. Und die Bösewichte wurden alle auf eine Insel verbannt. Zum Beispiel da. Also auch Maleficent und ihre Tochter. Alle genau eben. Wie die böse Königin. Und ihre Gehilfen auch wurden alle darauf verbannt. Ohne Zauberei. Ohne Wehe dann. Ohne Wehe dann. Und ohne die Aussicht, jemals fortzukommen, glaubten sie jedenfalls. Ich sei gemein und ich sei schlecht. Sie sagt, ich sei böse und da haben sie recht. Nennt mich ein Schurke, nennt mich ein Dieb. Was soll ich sagen? Ich wurde nie geliebt. Ich habe Böses in meinem Blut. Kannst du es mir verüben? Nein, das ist auch gut. Sie sagen, ich bin herzlos. Ich tue nicht gut. Ich fühle mich nutzlos. Misunderstood! Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer sind die Bösesten im ganzen Land? Willkommen in meiner bösen Welt. Bösen Welt. Böse durch und durch, sehr böse sind wir. Wir sind durch und durch gemein, ja wirklich schrecklich, glaubt es mir. Wir sind anders als die anderen lieben Frauen hier. Böse durch und durch, sehr böse sind wir. Böse sind wir. Was macht ihr hier? Nichts. Mel und ich versuchen nur genauso böse zu sein wie unsere Eltern. Ach, dass ich nicht lache. Dazu fehlt euch doch noch die Erfahrung, ihr Mäuse, Zähnchen. Aber vielleicht habt ihr jetzt bald die Chance dazu. Eine Chance? Was redest du da? Ja, ihr zwei habt einen Platz an einer neuen Schule gefunden. Und zwar in Greiz. Bitte was? Ich gehe auf kein Internat, das vollgestopft ist mit braven rosa Prinzessinnen. Und Prinzen. Wisst ihr, wie wir alle rumlaufen, als hätten die keine Mode im Kopf? Ach, heute geht es ausnahmsweise nicht um euch, sondern um die Weltherrschaft. Ihr werdet fahren, ihr werdet mir die gute Fee anbringen und deren Zauberstab.
damit du von der Insel kommst, schon klar. Ja, ist alles schön gut, aber wisst ihr überhaupt, wie wir das hinkriegen wollen? Bitte. Ist es ein magischer Spiegel? Mit diesem Spiegel kannst du Dinge finden. Etwa auch einen süßen Prinzen? Etwa einen Zauberstab? Hallo? Und das ist für dich, Tochter. Ein Buch, was soll ich damit? Ich schäme mich, deine Mutter zu sein. Das ist ein Zauberbuch. So, macht euch fertig und fahrt. Ciao. Ciao. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ja. Ich kann Nan und Ivy verstehen, dass sie nicht nach Kreuz wollen. Ich meine, das ganze Leben lang wurde ihnen beigebracht, böse zu sein. Dann sollen sie zu diesen ganzen pinken Prinzessinnen? Ja, aber immerhin hat Ivy ihren Zauberspiegel. Damit kann sie ja immerhin den Zauberstab ausspüren. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich bin die gute Fee und eure Schuldirektorin. Moment, stopp. Die gute Fee wie in Bibbidi-Babidi-Bu? Ja, genau. Und das ist meine Tochter Jane. Oh, hi. Ich bin total gespannt, euch kennenzulernen. Ihr müsst wissen, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der, naja, böse ist. Ja, und das ist? Audrey. Prinzessin Audrey. Die Tochter von der bösen Fee. Jean wird euch jetzt noch etwas zeigen und wir sehen uns dann später. Keine Sorge, sie ist immer so. Audrey kann ziemlich unbequem werden, wenn ihr irgendwas nicht passt. Wie meine Mutter. Ja, willkommen im Kreis. Hier ist es wunderschön. Ja, krieg dich ein, Ivy. Sag mal, wie ist es eigentlich, die Tochter der guten Fee zu sein? Nun, als Tochter der guten Fee habe ich keine Vorteile, so wie ihr jetzt vielleicht denkt. Meine Mutter achtet sehr darauf, dass ich von Herzen aus gut bin. Und, naja, das Typische eben. Benutzt ihr den Zauberstab denn immer noch? Nun, eigentlich nicht. Der Zauberstab ist in unserem Schloss aufbewahrt. Benutzen tun wir eigentlich nie. Wir sind ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Na, wenn du das sagst. Eve! Ja, komme! Findest du nicht, sie sollten in Kreuz bei den Guten bleiben? Naja, ich glaube, wir sollten sie trotzdem erstmal den Zauberstab klauen lassen, oder? Naja, vielleicht merken sie ja noch, dass sie bei dem Zauberstab klauen falsch liegen. Was baust du da? Ja, das Schloss, wo die... Aha, wo sie den Zauberstab klauen. Das will aber nicht gehen. So, da. Komm, Mann! Das will nicht gehen. Dann bringen sie ihn auf die Insel zum Maleficent. Endlich haben wir den Zauberstab, ne? Ja.
Mal, was ist los? Evie, hast du manchmal Angst vor deiner Mutter? Naja, sie kann manchmal sehr schnell ausrasten, aber hast du denn Angst vor deiner Mom? Ich wünschte nur, sie wäre mal stolz auf mich. Sie kann so wütend werden, wenn ich sie enttäusche. Aber egal. Sie ist meine Mom und ich weiß, dass sie mich lieb hat. Auf ihre Weise. Schau mal, wir haben gerade eben den Zauberstab aus dem oberen Schloss, da hinten, geklaut. Und wenn sie dann da nicht stolz auf dich ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Na dann los. Na? Jane, was machst du hier? Ich denke, die Frage lautet eher, was macht ihr hier? Nichts, wir ja, wollten... Ja, spart euch das. Ich bin euch gefolgt. Wollt ihr wirklich den Zauberstab klauen? Wir haben keine andere Wahl, Jane. Unsere Eltern... Eure Eltern haben ihre Entscheidung schon getroffen. Jetzt trefft ihr eure. Ich glaube, wir... Nein, lass gut sein, Evie. Tut mir leid, Jane. Ob gerade gelaufen oder gegessen. Die letzten Stunden wirst du vergessen. Komm, Evie, schnell. Wir kommen jetzt wieder zur Insel zurück. Ich bin nur eine Idee. Du, zuhören. Ja? Du hoppelst uns nach wie ein kleiner Hase und tanzt ab jetzt nach unserer Nase. Was soll ich tun? Fahr uns zur Insel, Susi. Auch zu schätzen weiß, dass sie den Zauberstab geklaut haben? Ich denke eher nicht. Na also, geht doch. Und dafür jetzt die ganze Mühe? Das war's jetzt? Ich glaub nicht. Wären wir doch nur in Kreiz geblieben. Millionen Wege, welchen soll ich gehen? Ach, könnte ich mein Herz doch nur verstehen. Ist es wirklich gut, böse zu sein? Alles neu, doch ich lasse mich doch rein. Was ist richtig und was ist falsch, welchen Weg ich gehe? Und den Zauberstab zurückholen? Holen wir uns das Teil. Holen wir uns das Teil. Naja, also wenn sie dann doch das Richtige tun, werden sie sich jetzt ich den Zauberstab wieder nach Kreis bringen. Auf jeden Fall. Hi Mädels. Hi. Na, was macht ihr so? Nur Gummibärchen vertilgen. Mm. Nein!